Neben mir steht Pascal Königs. Pascal, du bist Torwart. Verrat doch mal, wo du nächste Saison spielen wirst. Ich werde zum FC Arnolds weiter wechseln. Jetzt wird der ein oder andere Insider sagen, hey, wie geht das? Pascal soll doch eigentlich bei Buschbell spielen. Ja, das Problem ist bei Buschbell zurzeit, dass es interne Probleme gibt. Und ich mir so 2-3 Trainingseinheiten angeschaut habe, ich mich aber nicht wirklich wohlgefühlt habe und mich dann nach anderen Möglichkeiten umgesehen habe. Wie schnell kam der Kontakt zu Arnolds weiter zustande? Oh, das waren zwei WhatsApp-Mails und der Trainer hatte mich angerufen und kurzfristig zum Trainingslager eingeladen. Und wie war dort dein Eindruck? Überragend. Also Arnoldsweiler ist ein sehr, sehr familiär geführter Verein, aber doch sehr, sehr professionell. Also erinnert mich an schöne Zeiten damals in Kleve. Einfach nur mit dem Kulturbeutel zum Training zu erscheinen, ist schon was anderes, als wenn halt die Frau zu Hause meckert, warum hast du schon wieder so viel Sportwäsche? Und ja, dann das Trainingslager war einfach überragend. Also wir haben Trainingsreize gesetzt bekommen, die ich sonst eigentlich nur wirklich im professionellen Bereich kannte. Wir haben 1,5 Stunden zum Beispiel am Samstagmorgen mit 2 Crossfit-Trainer gearbeitet, haben wirklich als Team gut mitgearbeitet, haben uns gegenseitig gepusht und ja, ich habe mich von Anfang an direkt aufgenommen gefühlt, wohlgefühlt, das ist mir sehr, sehr wichtig und ja, dementsprechend haben wir uns dann auch geeinigt für die nächste Saison, dass ich dort mein Glück versuche. Was sind eure Ziele für nächste Saison? Ja, also jetzt das Ziel von uns ist ganz klar, erstmal Klassenerhalt. Wir sind eine junge Truppe, wenn ich das richtig in den Kopf habe, knapp 22 Jahre im Durchschnitt. Ich heb's natürlich jetzt noch mit meinen 29 Jahren etwas, aber ja, es sind sehr, sehr starke Aufsteiger hinzugekommen in die Mittelrheinliga. Es ist kein Fallobst mehr dabei wie in der letzten Saison. Und ich bin mir aber auch sicher, wenn wir die taktischen Vorgaben vom Trainer umsetzen, werden wir eine gute Rolle in der Mittelrheinliga spielen können. Ja, Pascal, danke für die Aufklärung und viel Erfolg. Dankeschön.